Also grundsätzlich war es so, dass die Komposition, die jetzt entstanden ist, angeregt war über den Wunsch, mit einem großen Orchester spielen zu können. Ich wollte mal wirklich mit einem großen Orchester spielen. Und so war die Frage, ja, es gibt ja eben keine Komposition für Panflöte und Großorchester. Und da gingen wir auf die Suche nach einem möglichen guten Komponisten. Da sind wir auf Fabian gestoßen. Für einen Komponisten heute ist es eine besonders schöne Sache, für Instrumente zu schreiben, wo es noch wenig Literatur gibt. Das wird natürlich auch dann dankbar entgegengenommen. Und Geigenkonzerte, das gibt es schon zuhauf. Aber ein Panflötenkonzert ist doch immer noch etwas Spezielles, besonders mit großen Sinfonieorchestern. Ich kenne eigentlich die Panflöte schon aus meiner Jugendzeit. Da habe ich George Zamfir entdeckt und es hat mir unglaublich gefallen, habe viele Schallplatten gehabt, also das Instrument war mir nicht unbekannt. Aber wenn ich für so ein spezielles Instrument schreibe, dann nehme ich immer Rücksprache mit dem Solisten natürlich und frage nach technischen Möglichkeiten und ja, was eben auch nicht möglich ist auf dem Instrument. Und da hatten wir eine sehr schöne Zusammenarbeit. Urban hat mir vieles vorgespielt und gezeigt und nach Möglichkeit habe ich dann auch versucht, solche Effekte und spezielle Sachen, was man auf dem Instrument machen kann, einzusetzen. Da, auf dem hohen A oben, wäre es gut, wenn da könntest länger bleiben und dann der nächste gerade so nah dran. Fabian hat wirklich sehr, finde ich, sehr präzise für das Instrument komponiert übrigens, also, und hat aber gleichzeitig die Spielweise aus meiner Sicht erweitert, weil die Halbtontechnik ist speziell auf der Panflöte und da gibt es viele Passagen, wo man einen anderen Umgang braucht mit dem Instrument. Perkussion war mir sehr wichtig, weil die Archaik irgendwie zum Klingen kommen sollte. Mhm. Und es hat ja fast ein bisschen etwas Sacre du Printemps am Anfang, oder okay. Diese Beschwörungsritus eigentlich. Mhm. Der erste Satz, der war auch rhythmisch sehr für mich herausfordernd und das mit dem Orchester da. Gut zu spielen, das war ein Abenteuer. Was irgendwie lustig und gut funktioniert, ist dieser Dialog zwischen Xylophon und Panflöte. Ja, das stimmt. Das hat mich irgendwie klanglich überzeugt. Ja, das finde ich auch. Irgendwie hört man bei beiden das Holz. Ja, oder? Das finde ich auch. Bin auch überrascht, wie nahe eigentlich der Klang dieser beiden Instrumente ist. Ja, finde ich auch. Hättest du ja noch gerne mehr Vibrato gehabt auf dem Spitzenton. Nein, das nächste Mal.
schön. Also was ich auch finde, ist, dass Ari Rasilainen hat das wirklich souverän gemacht. Ja. Das muss man schon sagen. Aha. 4 Aufführungen und so viele Probezeit, das ist schon ein großer Luxus in der heutigen Musikwelt. Ja. Also ich finde auch, dass es waren doch 3000 Leute, die das gesehen haben, das finde ich beachtlich. Mhm. Also.